Hallo zusammen und willkommen. Der Gebärmutterhalskrebs zählt zu den häufigsten bösartigen Geschwulstkrankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. Von allen Krebstodesfällen bei Frauen gehen rund 12% auf das Konto dieser Tumorart. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Der Gebärmutterhalskrebs tritt vor allem im Alter zwischen 40 und 60 Jahren auf. Die Jahre zwischen 45 und 50 sind da besonders gefährlich. Dabei sind Frauen, die eine Schwangerschaft hinter sich haben, wesentlich weniger gefährdet als Kinderlose. Nur 5% aller Erkrankungen betreffen Frauen, die Kinder haben. Diese Krebsart befällt den Gebärmutterhals. Das ist der etwa 2 cm lange Bereich, der Scheide und Gebärmutter verbindet. Er verschließt die Gebärmutter während einer Schwangerschaft bis zur Geburt. Beim Gebärmutterhalskrebs handelt es sich um ein Karzinom, eine Krebsart, die aus Hautzellen entsteht. Daher vermutet man, dass Reizungen der Schleimhaut durch Entzündung, hormonbedingte Umstellungen oder Einflüsse von Chemikalien und Umweltgiften eine Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielen. Welche Ursachen kommen noch in Betracht? Dass der Gebärmutterhals besonders oft betroffen ist, könnte daran liegen, dass hier zwei verschiedene gebaute Schleimhäute, nämlich die der Scheide und die der Gebärmutter, aneinanderstoßen. Sie sondern verschieden zusammengesetzte Schleime ab, die für die jeweils andere Schleimhaut offenbar reizend sein kann. Diese Reize können im Laufe der Zeit zu Zellveränderungen führen. Die Häufung des Krankheitsausbruches in den Jahren zwischen 40 und 60 dürfte daran liegen, dass in dieser Zeit die Schleimhäute umgebaut werden. Außerdem wächst die Schleimhaut des Muttermundes in den Gebärmutterhals hinein. Das kann offenbar ebenfalls zu Zellveränderungen führen, die bösartig sind. Raucherinnen haben ein höheres Risiko als Nichtraucherinnen. Möglicherweise liegt das daran, weil Rauchen das Immunsystem schwächt und damit das Eindringen und die Vermehrung eines Erregers ermöglicht. Eine weitere Erklärung wäre die Aufnahme karzinogener Stoffe aus Zigaretten in den Blutstrom und ihre Ausscheidung über den Zervixschleim. Zusätzliche Unterstützung erhält diese These durch die Beobachtung, dass das Vorkommen des Gebärmutterhalskrebses bei Frauen durch die Rauchgewohnheit eben auch ihrer Partner beeinflusst wird. Das präkanzeröse Stadium verursacht keinerlei Symptome. Auch das maligne Stadium verläuft anfangs weitestgehend symptomfrei. Allmählich kommt es zu vaginalen Blutungen oder blutigem Ausfluss außerhalb der normalen Zeiten zwischen den Perioden, nach dem Geschlechtsverkehr oder nach der Menopause. Ohne Behandlung breitet sich das Karzinom von der Portio-Oberfläche in tiefer liegende Teile des Gebärmutterhalses und dann weiter in andere Gewebschichten im Unterleib aus. Schließlich werden Blase, Rektum und das umgebende Unterleibsgewebe befallen. Die Frage ist natürlich, wann musst du dann zum Arzt gehen? Grundsätzlich sollten Frauen ab dem 20. Lebensjahr einmal jährlich zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Denn der Gebärmutterhalskrebs kann nach seinem Ausbruch bis zu 15 Jahren in einem Vorstadium verharren, ohne zu wachsen. Wird er in diesem Frühstadium erkannt, besteht fast 100% Heilungschance. Höchste Zeit ist, wenn Ausfluss und Blutung außerhalb der Periode auftreten. Der Arzt wird mit einem Spachtel einen vaginalen Abstrich machen und mit einer Drahtöse oder einem Wattestäbchen eine Gewebeprobe entnehmen. Beides ist spürbar, aber völlig schmerzlos. Die Proben werden untersucht und ermöglichen eine zu 95% sichere Diagnose. Noch sicherer wird die Untersuchung, wenn der Arzt die Schleimhaut mit einer speziell konstruierten Lupe, dem sogenannten Kolposkop, untersucht. Ein zweiter Abstrich sollte 6 bis 12 Monate später gemacht werden, um das geringere Fehlerrisiko bei nur einem Abstrich ausschalten und wenn keine Veränderungen festgestellt wurden, weiter in Abständen von ungefähr 3 Jahren. Häufigere Tests können notwendig sein, wenn die Frau oder ihr Partner häufig wechselnde Sexualpartner haben. Kommen wir zu der Frage, wie wird Gebärmutterhalskrebs behandelt? Beim Gebärmutterhalskrebs kommen zunächst operative Methoden in Frage. Je nach dem erreichten Stadium der Krankheit reicht es nur, die betroffenen Schleimhautbezirke zu entfernen oder in späteren Stadien die gesamte Gebärmutter herauszuschneiden. In vielen Fällen werden sicherheitshalber die Eierstöcke, Teile der Scheide und die umliegenden Lymphknoten mit entfernt. In bestimmten Fällen kann auch eine Strahlentherapie in Frage kommen. Sie wird oft auch nach der Operation angeordnet. Der Krankheitsverlauf sieht folgendermaßen aus. Nach seinem Anfangsstadium beginnt der Krebs zunächst in das umliegende Bindegewebe einzuwachsen. Später kann er geschwürartig zerfallen und in die Scheide sowie die Gebärmutter hineinwachsen. Auch auf Mastdarm und Blase kann er sich ausbreiten und schließlich durch Druck auf Nervenstränge Schmerzen hervorrufen, die nur noch mit Morphium behandelt werden können. In mittleren Stadien hat man eine Heilungschance von 60 bis 75%. In späteren sinkt sie allerdings rapide ab.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.